Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Hyper 4. Ich würde vorschlagen, wir machen erstmal den anstrengenden Teil, der hier das Level mit Secret Exit sein dürfte. Wow, wow. Ja, pff. So, das war Fail. Das auch, Hilfe. Wow. Und jetzt sind diese Homing-Scheiß-Bullet-Bill-Viecher wieder da. Auf euch habe ich so gar keine Lust. Hilfe. Und dann sind die auch noch überall omnipräsent. Bah. Bah. Ja, Hilfe. Bah. Zack. Zack. Mein Gott. Also auf euch habe ich gar keine Lust. Ich werde... Ich boykottiere das Level und überfliege es. Ich habe so gar keinen Bock auf diese Homing Bullet Bill Viecher. Ah, okay. So. Ja. Das ist praktisch. Da haben wir direkt den Midway Point getroffen. Wow. Und jetzt scheinen wir immer einen Level-Teil ohne Homing Bullet Bills zu haben bisher. Okay, dafür mit den Viechern, aber die sind im Vergleich dazu sehr harmlos. Okay. Und er erwischt mich auch kaum, weil sowohl die Flammen als auch die Bombe selber für dieses Line-Guided-Ding zu langsam sind. So, erstmal dich vorsorglich töten. Okay, und die Blumen brauchen wir jetzt nicht mehr, weil wir ja schließlich da das Blumenlevel da fertig haben. Zack. Uah. Hilfe. Zack, zack. Okay, jetzt scheinen wir hier wieder sowas hier zu haben. Da, also so ein Delfinabschnitt, auf den habe ich wenig Lust. Dann werde ich also abermals überfliegen. Und hier ist eine Röhre. Was ist mit der Röhre? Ah, Secret Exit, gut. Dann machen wir das hier mal kurz ein Save. Okay, und hier komme ich nicht mehr raus. Oder? Okay, ich versuche, gucken wir mal an, was das ist. Lol. Okay. Das ist weird. So. Aber die Special World machen wir ja traditionell zum Schluss, deswegen. So. Also nochmal überfliegen. Weil die Homing Bullet Bills boykottiere ich. Das Level will ich nicht regulär machen, wenn die da sind. So, und das ist gut. Die sind auch an. Die kommen auch an guten Stellen, um der Feder Aufwind zu verleihen. So. Zack. Und hier kann man eigentlich. Das kann man eigentlich auch überfliegen. Weil dann sparen wir Zeit, wenn wir diese komische Plattform weg auslassen. Zack. Zack. So. Und den Abschnitt würde ich jetzt auch kurz fliegen. Und dann da an der Stelle nach unten gehen. Wobei, ah. Okay, hier ist dann wahrscheinlich das reguläre Ziel hier unten. So, und die sind fies platziert. Ah. Hoch mit dir. So, das ist das normale Ziel, das einem so gar nichts bringt und keinen neuen Weg freischaltet. Okay, das heißt, wir machen jetzt das hier.
Wow. So. Okay, und das Wasser sieht ungesund aus irgendwie. Okay, es ist aber kein Instant Kill, sondern so eine Lebensleiste hier. Zack. Wow. Plopp. Zack, Blob, Hilfe. Na, der Fisch ist ein bisschen mies gesetzt. Okay, hier gibt's Pilze, die das wieder auffrischen. Von daher ist das nicht so dramatisch hier, dass wir jetzt lange Zeit in der Pampe sind. So. Zack. Bl. Still. So, Midway Point. Zack. So. Coini. Ah. Ah, scheiße. Da verliert man einfach mal kurzerhand beide Power-Ups. Ja, und das war jetzt Glück, dass der ausreichend niedrig da geflogen ist. Der Fisch, Hilfe. Ja, okay. Das mit dem Wasserfall ist natürlich tricky, wenn die da sich reinstürzen. War. Zack. Zack. Stirb. 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 Zack, zack. Okay, okay, damit hätten wir das hingekriegt. So, ein Geisterhaus mit Secret Exit, wenn ich mir die abzweigenden Wege anschaue. Zack. Plopp. Okay, wir haben jetzt Bullet-Shooter, die Eeries schießen. Ah. Und den braucht man auch, um hierher zu kommen. Ah. Hoch. Zack. Hilfe. Hilfe. So. Okay, hier haben wir eine Ranke und eine Coin. Okay, was ist hier drin? Also ist wahrscheinlich so eine Art Reset-Pipe. Was anderes scheint das nicht zu sein. Achtung. Vorsicht. Hier haben wir immer einen Nachschub, was das Power-Up angeht. Ah. Hilfe. Aua. Zack. Muss ich jetzt auf euch Spin-Jumps machen. Das ist natürlich besonders scheiße, wenn da drüber... Wenn ein Viech da drüber sich bewegt. Okay, das heißt, ich hol mir lieber Federn hier wieder. Zack. So, und Speicher hier. Weil hier... Ja, okay, das könnte ich in Teilen auch überfliegen. So. Hilfe. Wow. Zack. So. Okay, warum man hier gleichzeitig ein Leben kriegt bei dieser Yoshi-Coin, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder so gewollt ist. Ah. Ja,
Dankeschön. Der Fragezeichenbock hat mir jetzt das Leben gekostet, weil ich auf den nicht vorbereitet war. Zack, 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 zack. Und hier oben komme ich nicht hin, so ohne weiteres. Wow. Hilfe. 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 So. Ich wollte gerade fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, da über diesen Komplex da rüber zu fliegen. Aber scheint so, dass das eher nicht der Fall ist. Du scheiß Eevee. Ah. Ja, wenn ich ganz weit hoch gehe, dann müsste das irgendwie gehen. Ja, das war knapp. Aber möglich sein müsste das grundsätzlich, da auch rüber zu fliegen, über diesen Komplex da. Ja, und der Geist ist ja auch mies platziert, der Buhu. Der nervt. Ah. Zack. Hilfe. Also, hier, das war die Stelle, da komme ich nicht mal mit Feder rüber. Das ist gut zu wissen. Gut, aber dann gibt es immerhin sowas wie ein Midway Point. Zack, 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 zack. Lässt mich wenigstens darüber. Dann habe ich eine nervige Stelle weniger. So. Und dann kann ich von hier aus auch weiterfliegen. So, und dann habe ich dich. So. Dann kann ich mir den Großteil des Levels oder einen Teil des Levels zumindest hier sparen. So. Hui. Hä? Okay, da kann ich hin. Sehe ich gerade zufällig. Ja, ist das Secret Exit hier? Ich hoffe es sehr. Plop. Aha. Und da ist doch so eine blaue Münze. Okay. Soll ich da hin? Scheint so. Okay, das scheint jetzt aber kein Secret Exit gewesen zu sein. Hier im ersten Abschnitt habe ich aber keine Idee, wo sonst was sein soll. Das ist halt das Ding hier. Wow. Was wir aber hier machen können. Können es nochmal da im P-Switch mit dem zweiten Abschnitt zu gucken. Ja, Midway Point würde ich gerne haben, in jedem Fall, danke. So. Hilfe. So, und das war die Stelle, wo ich lang konnte. Wow. Okay, das ist aber auch nicht ganz einfach, da durchzukommen an dieser Stelle. Zack, zack, zack. Hilfe.
Hilfe. Zack. Zack, Hilfe. Zack, Hilfe, Hilfe. So. Aber jedenfalls scheint hier wieder so eine doofe Stelle zu sein am Ende. Nee, und den Verlust dieses Power-Ups werde ich jetzt nicht akzeptieren. Punkt. Ach. So. Okay, nerviger Part 1 geschafft. So. Ja, toll. Glitsch dich schön in die Decke rein. Ach. Du bist doch so doof, Mario. War. Ja. So. Hui. Zack. Okay, und dann? Ja, hier ist anscheinend einfach nur das andere Exit, oder wie? Ja, dann war das doch so kein richtiges Secret Exit. Ich würde sagen, um das, was wir in diesem Part schaffen, zu erhöhen, machen wir das Level auch noch. So. Okay, und hier haben wir dann plötzlich Custom Music, ziemlich random, obwohl wir das bisher nicht hatten, außer im Intro. Obwohl wir tatsächlich schon viele Level mit XGFX hatten, wo Custom Music wirklich passen könnten, hat der Ersteller das bisher nicht gemacht, aber hier auf einmal schon. Verstehe das, wer will. Ich glaube, Hyper Mario World 3 hatte durchgängig Custom Music zumindest. Von daher ist das in der Hinsicht ein Rückschritt. Wenn einem die Original-SMB-Musik aus dem Hals raushängt. Ah. Zack. Zack. Wow. Hilfe. 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 Hilfe, Hilfe. 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe. Zack, zack, zack. Aua, aua, aua. Hilfe, 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 Hilfe. Ja, und wisst ihr was? Ich lasse mich jetzt treffen und gehe durch. Weil ich kann dem Treffer sowieso nicht mehr ausweichen. Und wenn mir das jetzt zum Verhängnis wird, dann ist das so wahrscheinlich, ne? Zack, zack, zack. Hoch. Danke. Okay, das Level ist irgendwie länger, als ich jetzt erwartet hätte. Anscheinend. Dann auch noch seitwärts Swamps, die ja eigentlich nicht reinpassen.
Hier scheint es auch noch weiter hochzugehen. Ja, aber dann seitwärts fronzen kann man durch diese, durch dieses nach oben schwimmen sehr gut ausweichen. Und ich hoffe, den Viechern auch. Ja, das war's. So, Leute, hier sind wir wieder. Ich bin jetzt oben da an dieser Stelle mit diesem Typen. Hilfe, zack, zack. Okay, und wir sind tatsächlich kurz vorm Ziel verreckt. Dann werden wir im nächsten Part wieder hier weitermachen, wahrscheinlich wieder mit Federn. Und ich sage dann wieder Tschüssikowski.